Am Anfang sind sie wild und so muss ich langsam das Vertrauen bei dem Greifvogel aufbauen. Mein Name ist Norbert Wissen. Wir sind hier in Attelwil, Kanton Aargau. Und ich werde euch etwas über die Falknerei, das heisst die Jagd mit dem Greifvogel, vorstellen. Ich arbeite mit verschiedenen Greifvögeln zusammen. Zusammenarbeiten ist so gemeint, dass ich auf die Jagd gehe mit ihnen, so wie sich die Greifvögel in der Natur auch wirklich verhalten. Ich habe einfach den Vorteil, dass ich mit ihnen dabei sein kann, wenn sie jagen gehen. Also ich kann ein Teil der Natur dabei sein. Es ist ja so heute nicht mehr erlaubt, dass man aushorstet, weil die Vögel rausnimmt. Früher noch jahrelang war das gang und gäbe, bis so etwa in die 70er Jahre. Der Falkner musste lernen zu züchten. Und das ist dann auch gelungen mit der Zeit. Man hat dann auch mit den Wanderfalken Auswilderungen gemacht, weil die sind ausgestorben in Europa. Wenn die aus der Kammer kommen bei den Älteren, sind die so, dass das Gefieder trocken ist. Das heisst, nicht mehr blutet. Die Federn sind ausgewachsen und der Vogel ist flugfähig. Aber natürlich noch ganz wild. Idealerweise, also für mich ist idealerweise, wenn der Vogel noch nie einen Mensch gesehen hat, bis dahin. Der wird rausgenommen, verhaubt, Geschirrriemen montiert, heimgenommen. Und dann fängt das Training an, das Abträgen. Wir sagen Abträgen und nicht Zähmen, weil dann fängt der Vertrauensaufbau an. Also der Vogel, der muss so lange gedreht werden, bis er keine Scheu mehr hat von mir. Er lernt in dieser Zeit das Vertrauen zum Mensch, dass da keine Gefahr ist. Im Gegenteil, dass er gerne Futter gibt. Und man muss dem alles beibringen. Der kann ja nicht einmal recht fliegen, weil in dieser Zuchtkammer kann man ein bisschen rumhüpfen, aber nicht fliegen. Und das verwendet man dann allmählich einmal als Federspiel. Das ist so eine Beuteattrappe. Das hat den Vorteil, später, solange ich Sichtkontakt habe, er ist unterwegs in der Luft oben irgendwo oder sitzt auf einem Baum, kann ich das Federspiel rauswerfen und der Vogel sollte dann aufs Federspiel kommen, wenn er gut trainiert ist und auch in Kondition ist, aufs Federspiel kommen. So habe ich die Verbindung mit dem Vogel und kann ihn jederzeit, wenn zum Beispiel auch Jagdabbruch ist, reinholen. Der Pfeifton hier, die sind jetzt schon so gewöhnt, dass wenn der weg ist und der Pfeifton hört, weiss er, wo ich bin, dann muss ich nicht mehr pfeifen, der kommt auch so schon. Die Temperatur, wie viel Meter über Grund und wie schnell das steigt. Und ist heute möglich, um übermitteln zu kommen. Die Falken, es gibt verschiedene. Ich habe Wanderfalken und Lannerfalken. Nachher gehen wir mit dem zwei Lannerfalken raus. Von denen habe ich einen als Faustfalk trainiert und der andere als Anwärterfalk. Anwärterfalk beinhaltet, dass ich mit einem Stöberhund oder einem Jagdhund zusammenarbeite. In einem riesen Feld, wie es jetzt hier ist. Und wenn der vorsteht und anzeigt, dass hier ein Wild drin hat, dort der Falkner den Vogel nehmen, die Haube weg und lässt ihn steigen. Der Vogel, der steigt so hoch, dass man ihn in der Regel fast nur noch mit dem Feldstecher sieht. Und wenn er richtig trainiert ist, dann stellt er sich genau über mir, also über dem Falkner, ein, in Riesenhöhe und wartet aufs Kommando, respektive bis ich dem Hund das Kommando gebe und er die Beute aufstöbert. Und das nutzt der Falk, der kommt dann in dem sogenannten Tropfenflug, also in enormen Geschwindigkeiten, oben runter und probiert, das Tier dann auch zu fangen und zu erlegen.